Wir sind in der Kita Löwenzahn und wir haben heute von der VR-Bank die 3000 Euro überreicht bekommen zur Renovierung, Restaurierung unseres Rutschehügels, weil der halt eben leider jetzt in die Jahre gekommen ist und immer mehr abgetragen wird und dann hätten die Kinder halt die Rutsche nicht mehr. Deshalb brauchen wir da Geld, um den wiederherstellen zu können. Ganz genau wissen wir es tatsächlich noch nicht. Wahrscheinlich können wir ihn so weit retten, dass er nur aufgefüllt werden muss, neu bepflanzt werden muss und an den Rändern abgestützt werden muss. Kann aber auch sein, dass er unter Umständen komplett abgetragen und wieder neu aufgefüllt werden muss. Also das bin ich im Moment noch mit den Firmen am Absprechen, was das Beste ist und was natürlich auch finanziell im finanziellen Rahmen besser ist. Wir haben heute der Kita Löwenzahn eine Spende in Höhe von 3000 Euro überbracht. Uns ist einfach wichtig, dass die Kinder sicher spielen können, dass sie abwechslungsreich spielen können. Und da möchten wir gerne einen Beitrag zu leisten. Weil es uns wichtig ist, unsere Kunden oder auch Institutionen in unserer Region zu unterstützen. Wir sind unwahrscheinlich froh darüber, weil das ja eins unserer Highlights im Außengelände ist. Und diese 3000 Euro uns ganz viel und wirklich richtig helfen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.